Bevor ich euch etwas über mein Lieblingsspiel des Jahres erzähle, drei kleine Sachen. Erstens, ich bin Nico und nicht Christian. Soll bedeuten, mein Lieblingsspiel ist logischerweise nicht das Lieblingsspiel von Christian und andersrum. Zweitens, das Lieblingsspiel, und das wird einige jetzt vielleicht verwirren, ist nicht unbedingt auch das beste Spiel des Jahres für mich. Das sind zwei verschiedene Faktoren. Mein Lieblingsspiel ist etwas, was ich halt in diesem Jahr am liebsten gespielt habe, am meisten. Aber wenn ich drüber nachdenke, war es objektiv gesehen nicht das beste Spiel. Wenn auch knapp nicht, aber es war nicht das Beste. Das sind also tatsächlich für mich zwei Paar Schuhe. In Extremfällen kann es sogar sein, dass das beste Spiel des Jahres eins ist, was ich eigentlich gar nicht so gern gespielt habe, weil es meinen persönlichen Geschmack nicht so getroffen hat. Aber das nur mal noch als Hinweis. Und drittens, es ist mein Lieblingsspiel. Das heißt, auch ihr werdet höchstwahrscheinlich eine andere Meinung haben. Und das ist auch komplett okay. Schreibt eure Meinung doch mal direkt in die Kommentare. Und jetzt auf geht's. Das hier, das ist mein Lieblingsspiel 2017. You are the dealer. I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame. Ja, tatsächlich, Assassin's Creed Origins. Und zwar mit der Xbox One X bzw. PS4 Pro Version. In Videoform seht ihr hier die Xbox One X Fassung. Ich habe das Spiel einige Zeit ausgelassen, weil ich tatsächlich auf die Xbox One X gewartet habe. Oder anders gesagt, ich wollte das Ding in schönster Grafik mit HDR und in möglichst hoher Auflösung, im besten Fall 4K spielen. Und ganz ehrlich, das hat sich gelohnt. Hossa die Waldfee, sieht das Ding geil aus. Also, es gab so viele Momente, wo ich in Assassin's Creed Origins den Fotomodus gezückt habe und einfach nur rumgeknipst habe. Das Spiel ist einfach nur wunderschön. Aber schöne Grafik und eine schöne Präsentation alleine, das macht natürlich nicht das Lieblingsspiel aus. Warum also habe ich Assassin's Creed Origins mittlerweile knapp 50 Stunden gespielt? Nun, der Grund ist relativ simpel. Ich habe mich einfach in diese Spielwelt verliebt und auch etwas verloren. Sie ist gigantisch groß. Ich behaupte jetzt einfach mal, es ist die größte Spielwelt, die ich, zumindest für mich, jemals erkundet habe. Sie bietet so viel unterschiedliche Orte. Sie bietet so viel zu erkunden. Sie bietet so viele Sidequests. Sie bietet so viele kleine Schätze, die man suchen kann. Und sie bietet natürlich auch noch eine unterhaltsame Hauptquest. Okay, die Hauptquest, die ist... Die erste Hälfte ist nicht so richtig cool, aber das Spiel zieht dann wirklich an. Aber die große Stärke von Assassin's Creed Origins ist einfach die Spielwelt als solches. Es gibt so viel zu tun. Dazu kommt noch, dass Assassin's Creed endlich ein richtig gutes und motivierendes Kampfsystem hat. Das Ganze ist jetzt kein simples Knopfgedrücke mehr wie in den Vorgängern, sondern ihr müsst ausweichen, ihr müsst anvisieren, ihr müsst blocken, ihr müsst Timing beweisen und wenn mehrere Gegner euch angreifen, müsst ihr auch sehr oft das Ziel hin und her wechseln. Assassin's Creed Origins hat einfach eins der besten Kampfsysteme seiner Art und das ist ein großer Fortschritt, wenn man mal schaut, wo die Assassin's Creed-Serie herkommt. Tatsächlich ist es so, nach leichten Bedenken am Anfang, dass Origins mir besser gefällt als alle anderen Teile zuvor. Gut, das sollte keine Überraschung sein, denn es ist tatsächlich auch das erste Mal, dass mein Lieblingsspiel ein Assassin's Creed ist. Dass Ubisoft hier sich einige Zeit genommen hat, beziehungsweise einfach mal pausiert hat mit dem jährlichen Release, hat der Serie extrem gut getan. Was Assassin's Creed Origins ansonsten noch großartig macht, ist vor allem die Abwechslung für mich. Es gab, wie ich schon erwähnt habe, so viele unterschiedliche Sachen zu entdecken, allerdings auch zu beobachten oder auch einfach nur zu tun. Wir konnten in der Arena Streitwagenrennen fahren, wir konnten in einer anderen Arena Gladiatorenkämpfe abhalten. Sagt man abhalten, kann man Gladiatoren... Wir konnten als Gladiator antreten. Wir konnten Pyramiden erklimmen. Wir konnten einfach durch die Wüste reiten und Geheimnisse suchen. Oh Gott, diese Spielwelt hat so viel geboten. Und tatsächlich, und den Vergleich muss ich ziehen, die Spielwelt hat für mich deutlich mehr geboten als eben jene in Zelda. Wobei Zelda das bessere Spiel war. Denn Assassin's Creed Origins hat hier und da immer noch so ein paar...
Assassin's Creed-Krankheiten. Gerade bei den Animationsübergängen und hier und da sind auch kleine Fehler noch drin. Also wenn Ubisoft sich hier noch ein Jahr Zeit genommen hätte, dann wäre Assassin's Creed Origins vielleicht auch das Spiel dieser Generation geworden. Aber das haben sie halt nicht. Und Nintendo, im Gegensatz, hat sich da halt etwas mehr Zeit genommen bei Zelda. Und das merkt man dann tatsächlich. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Dennoch war für mich Assassin's Creed Origins das unterhaltsamere Spiel. Und deswegen ist es halt auch mein Lieblingsspiel. Das Schöne an diesem wunderbaren Werk von Ubisoft ist einfach nur, dass man sich so extrem drin verlieren kann. Also das habe ich jetzt schon viermal gesagt und ich werde es auch noch ein weiteres Mal sagen. Ich habe sowas halt lange nicht mehr gespielt. Und es ist schön, wenn man nach Hause kommt und einfach so 2-3 Stunden weiter Assassin's Creed spielt. Und wenn man halt nicht mehr die Hauptquest macht, sondern aus eigener Intention und aus eigenen Wollen raus halt einfach plötzlich ganz andere Sachen macht. Sachen erklimmen, Festungen erobern und so weiter und so fort. Also wenn man sich vom Spiel ablenken lässt, obwohl man es eigentlich durchspielen wollte. Versteht ihr, was ich meine? Dann macht ein Spiel so unglaublich viel richtig. Denn dann habt ihr euch tatsächlich in der Spielwelt verloren. Assassin's Creed Origins ist mein Lieblingsspiel 2017. Und jeder von euch, der das Ding noch nicht gezockt hat, der sollte es unbedingt mal spielen. Selbst wenn ihr Assassin's Creed vorher nicht mochtet, diesen Teil könntet ihr lieben oder zumindest mögen. Ach ja, und ein kleiner Hinweis, wenn ihr extreme Bedenken habt, dann wartet einfach drauf, bis das Ding irgendwo im Sale ist. Übrigens, eine coole Sache noch zum Schluss. Stand jetzt arbeiten 800 Leute noch am Spiel. Es gibt zusätzlichen Content, immer wieder neue Quests, Verbesserungen in Form von Patches und Updates und immer wieder neue Gegenstände. Und das muss ich noch sagen, Gegenstände, Hossa gibt's in Assassin's Creed Origins genug, denn auch das hat man umgebaut. Ihr lootet jetzt unglaublich viel. Überall gibt es Kisten mit neuen Waffen, Rüstungen und Co. Und so wird euer Charakter Bayek stärker und stärker und stärker. Und ja, nochmal, das ist mein Lieblingsspiel 2017. Aber welches ist euers? Schreibt das in die Kommentare, begründet es auch. Und mein Gott, wenn euer Lieblingsspiel nicht mein Lieblingsspiel ist, oder besser gesagt das von jemand anderem, der da kommentiert, warum auch nicht? Jeder darf sein eigenes Lieblingsspiel haben. Ich meine, nochmal, warum auch nicht?